Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Das hier nennt man auch das Traveler's Locket. Dazu später mehr. Do you see it? A whole other world. Oh, isn't it beautiful? I can finally return home. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Dies hier ist das. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Versagt, Alexander. Du hast versagt in dem Moment, in dem du mich verraten hast. Greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid fleeing Brennenburg? Quite the contrary. I knew it was my purgatory. Hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done.
but I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. Willkommen in den Untertiteln zu Amnesia: The Dark Descent. Dies sind die Untertitel. Die Untertitel? Die Credits vom. Habe ich gerade eben auch Untertitel gesagt? Egal. Dies sind die Credits von. Dem bösen Ende, dem schlechten Ende, dem Fail-Ende. Das man übrigens auch in derselben Form gehabt hätte, wenn man in der Zelle geblieben wäre. Nur halt, da wäre dann, ne? Halt wäre dann woanders gewesen. Aber ansonsten wäre alles genauso gewesen, die Stimmen und auch Alexanders Stimme. Außer halt das, was er davor gesagt hat, aber der Danksagung, die hat er trotzdem gesagt. Nun, also meine Zusammenfassung zur Story. Wir fangen mal an mit Alexander. Der kommt ja aus einer anderen Welt, haben wir ja schon mehrmals festgestellt. Der ist in diesem Ende auch in diese Welt zurückgekehrt. Und er wurde am Anfang, also nicht am Anfang, am Anfang des Spiels nicht, aber halt am Anfang, keine Ahnung, vor 300 Jahren, oder mehr, keine Ahnung, da wird nirgendwo beschrieben, wurde er aus dieser Welt verbannt, aus unbekannten Gründen. Dummerweise hatte er da aber noch eine Liebe, ja, seine Frau, weiß ich nicht, ob die eh geheiratet haben oder ob das in der Welt überhaupt geht. Auf jeden Fall wollte der in die Welt zurück und das hat er halt geschafft, beziehungsweise, ja, das hat er jetzt geschafft. Am Anfang der Erzählung, ich sag mal so, ist jetzt schon Ende, aber den Code, den ihr unten seht, ist übrigens das Passwort, das kann man verwenden für ein Archiv für in den Spielordner, da kann man dann Artworks sich angucken und sowas. Werde ich aber jetzt nicht machen in dem LP, wenn ihr das sehen wollt, kauft euch das Spiel.
Also, wie kommt er in diese Welt? Das haben wir ja schon mehrmals herausgefunden. Er braucht Vitae. Und das Vitae braucht er übrigens auch, um sich selbst am Leben zu halten. Deswegen hat er so lange überlebt. Ist nicht so, nur weil er aus einer anderen Welt ist, lebt er so lange. Nee, nee, das wegen dem Vitae. Oder Vitae, keine Ahnung, wie das im Latein ausgesprochen wird. Das AE. Ich denke mal eher Vitae, weil die haben ja keinen das haben, glaube ich, nur wir. Nun gut, auf jeden Fall, ja, ist das so und der hat halt dieses Vitae gebraucht und die Kugel, den Orb, hat er auch gebraucht, einen davon. Wie hat er den zuerst bekommen? Da war zuerst Agrippa. Da gab es noch ein paar andere Orbs, aber da war Agrippa als erstes, der wollte dem helfen. Aber Agrippa wurde dann verarscht, genau wie wir. Und Alexander hat dann halt den Orb genommen. Allerdings hat Alexander Scheiße gebaut, der Orb ist kaputt gegangen und war dann halt in den Folterkammern zerstört. Keine Ahnung, wie die da hingekommen sind, sie waren halt da. Dann kam irgendwann Wilhelm und seine Leute. Diese Leute hat dann der Alexander irgendwann nicht mehr gebraucht, hat die in den Weinkellern durch ein Gift töten lassen. Danach kam im Prinzip auch schon Daniel. Kam danach schon Daniel? Wenn ich was vergessen habe, sage ich es gleich noch. Ja, der Daniel. Der hat ja auch einen Orb gefunden, wurde dann vom Schatten gejagt. Keine Ahnung übrigens, woher der Schatten kommt. Vielleicht auch aus dieser anderen Welt, das weiß man nicht. Auf jeden Fall hat der Daniel diesen Orb gefunden und beim Berühren des Orbs hat er diese andere Welt gesehen, aus der Alexander kam, ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Da hat Daniel was von gelabert, von unmögliche Geometrie und unendliche spiralen Türme und sowas. Das war in der Tat die Welt, aus der Alexander kam, die er da gesehen hat. Deswegen sind wohl die Kugeln irgendwie in irgendeiner Weise mit dieser Welt verbunden. Und somit wohl auch der Schatten. Ja. Dann hat also Alexander Wind davon bekommen, von Daniel. Und der Daniel ist dann zu Alexander halt gegangen. Und, der wurde von Alexander im Prinzip die ganze Zeit über verarscht. Hier. Aber erstmal noch nicht wirklich. Erstmal hat er nur gesagt, ja, hier kannst du mal in den Gästeräumen übernachten. Wir kriegen das schon hin, keine Sorge, Minion. Und, irgendwann wurde ihm das aber dann zu blöd, dem Alexander, weil der Schatten immer näher kam und die hatten nicht mehr genügend Zeit für das Vitae. Deswegen hat Alexander bis zu einem gewissen Grad Daniel mit Lügen eingeweiht, damit er ihn dazu bewegen konnte, mitzuhelfen, das Vitae zu extrahieren. Dieses Vitae hatte er in keinster Weise vor, zu benutzen, um den Schatten zu verbannen. Sondern halt um dieses Portal zu der anderen Welt zu öffnen mit dem Werkzeug, das sich Traveler's Locket nennt, wie eben schon erwähnt. Daniel war als einziger in der Lage, die Kugel wieder zusammenzusetzen, hat es halt gemacht, bla bla bla. Und Alexander hat dann irgendwann halt Daniel gesagt, hier, folter mal, ne? Aber Daniel, irgendwann habt ihr ja gemerkt, eben in der Notiz wurde ihm das zu blöd, der hat gemerkt, er ist ein kaltblütiger Mörder geworden, wurde von Alexander verarscht, weil die Seelen, die er geschändet hatte, im Prinzip unschuldig waren. Und Alexander hat das aber leider zu früh gemerkt, also rechtzeitig gemerkt, und hat Alexander dann ausgeschlossen und die Kugel mit sich in das innere Sanctum genommen, also ins innere Heiligtum. Daraufhin hat Daniel sich den Amnesiedring verpasst, denn er wollte ja das alles vergessen erstmal mit den ganzen Folterungen und so, weil sonst hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht durchspielen können, der wäre die ganze Zeit am Boden gekrochen. Und den Rest kennt er ja im Prinzip. Wir haben Agrippa gefunden, wir haben Agrippas Teile der Kugel gefunden, die Alexander fälschlicherweise vergessen hatte, da wegzunehmen. Und haben somit den Weg zum inneren Heiligtum freigemacht und ihn, also in diesem Ende nicht, aber in den anderen Enden besiegt. Und das war erstmal eine kurze Zusammenfassung der Story. Es gibt noch ein paar weitere Hintergrundinfos, aber die könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, auf der offiziellen Amnesia-Wiki leider auf Englisch nachlesen. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Ja.
So, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir nicht. Doch, doch, natürlich. Aber sagen wir mal so, ich bin froh, dass es zu Ende ist. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass es in den letzten Parts jetzt keine Webcam Picture-in-Picture mehr gab. Ja, dann bis zum nächsten Let's Play. Beziehungsweise bis weiterhin Tomb Raider 3 geht ja weiter, ne? Bis denne.